Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Nimen Hao und auch Salvete Spectatores zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Three Kingdoms. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und der mächtigen Zheng Zhang. Und, ihr braucht uns nicht zu fürchten. Ja, ach, hallo Kongzhou. Also, das ist echt total Banane, was wir machen. Wir haben in den letzten Teilen haben wir erobert, indem wir einfach nur Provinzen getauscht und gekauft haben. Und vielleicht führen wir heute nochmal Krieg. Und vielleicht kämpfen wir heute mal gegen Yuan Shu. Ich kann es aber noch nicht so genau sagen. Momentan hätten wir das Problem, dass wir halt konsequent Nahrung verlieren. Das wäre halt nicht ganz so gut. Und hier halt natürlich im Winter irgendwelche Kriege vom Zaun brechen. Das ist in der Regel auch selten die beste Option. Aber warum nicht? Der Beutewert macht's doch, oder? Ja, das finden eigentlich alle gut, ne? Ne, warte mal. Änder das nochmal. Bitte machst du das. Und jetzt nehmen wir das hier. Zeigt eure Wut. Ich denke, er wird nächste Runde einen Ausfall machen. Das ist aber okay. Keine Gnade. Wir werden das auf jeden Fall noch eine Runde durch. Ja, und wir machen ganz gut Geld eigentlich. Also ich beschwere mich mal nicht. Wir haben jetzt gerade wieder Geld verloren aus irgendeinem Grund, aber ist schon recht, Chekhov. Wir könnten mal auch wieder so ein paar Städte ausbauen, ne? Ich brauche mal noch ein paar gescheite Synergien. Momentan ist mir das aber vielleicht auch noch ein bisschen zu viel. Ich muss noch ein bisschen Geld sparen. Wir können immerhin hier noch eine Landentwicklung bauen oder sowas. Das geht hier relativ schnell. Und die 1400 Eier, die haben wir schnell auch wieder drin, ne? Es macht Sinn, dass wir uns zusammenschließen. Cao Cao möchte mit uns eine Koalition machen. Oh, da fällt mir übrigens was ein. Moment mal. Ich muss gerade mein Buch holen. Ein schlaues. Das habe ich doch heute gelesen. Die Koalition Vernichtung der Barbaren. Da gibt es ein passenden chinesischen Begriff zu. Sozusagen ein Fachbegriff. Und zwar, da bin ich doch irgendwie im Zusammenhang mit diesem Interregnum des Wang Mang drauf gestoßen. Ja, da war's. Ist allerdings insofern falsch, weil es nicht im Zusammenhang mit dem Interregnum vom Wang Mang war, sondern da ging es um die Grenzpolitik als Grundlage chinesischer Außenpolitik. Und zwar gab es eigentlich bei den späteren Han gab es zwei Methoden, wie man versuchte, der Barbaren Herr zu werden. Das eine war Yi Yi Ji Yi. Mit Hilfe von Barbaren, die Barbaren kontrollieren, und das andere war Yi Yi Fa Yi, mit Barbaren, Barbaren angreifen. Das waren zwei probate Methoden, die sich bewährt hatten. Die gehen sogar noch auf Guangwu zurück, also ne, so die noch so die ganz frühe Zeit, 25 bis 57 nach Christus. Die späteren Han haben das aufgegriffen und man nutzte das, um die Xiongnu zu schwächen, die ja eine ständige Bedrohung eigentlich waren. Ne? Also man vermutet ja, dass eben auch der Bau der chinesischen Mauer mit den Xiongnu was zu tun hat. Und ich habe ja auch bereits im letzten Part gesagt, dass sich viele Stämme innerhalb des chinesischen Territoriums, insbesondere im Norden, eben niedergelassen haben und dort dann sesshaft wurden, und die mussten immer irgendwie wieder in Schach gehalten werden, ne? Das
war insofern ein wichtiger Bestandteil der Außenpolitik, weil damit außenpolitisch stabile Verhältnisse geschaffen werden sollten. Ergänzt wurde das Ganze durch die Gesandtschaften, insbesondere die Gesandtschaft mit Geschenken. Die Chinesen haben viele Gesandtschaften ausgesendet, um sich auch mit diesen in Anführungszeichen, ne, barbarischen Stämmen an der Grenze gutzustellen und sich mit denen gut zu halten. Und so hat man dann immer wieder mal eine Delegation dahin geschickt. Tatsächlich kamen die Chinesen mit ihren Delegationen sogar noch bis zum hellenisierten, also in dieser Zeit jetzt, ne, wir reden so in der Zeit dieser drei Reiche, sind die sogar mit einer Delegation bis in den hellenisierten Iran vorgestoßen, wo sie eine unfassbar blühende Kultur auch vorgefunden haben. Und ich glaube, diese Aufzeichnungen, ich weiß nicht, ob die überliefert sind. Auf jeden Fall, das war für die Chinesen eine ganz wichtige Expedition. Dort hat man dann auch so ein bisschen Handel getrieben. Aber einen regen Austausch hat es nicht gegeben. Man hat ja früher auch häufig die Frage gestellt, ob die Chinesen und die Römer in irgendeinem diplomatischen Kontakt waren oder ob die sich überhaupt kannten, ne? Das eine Riesenreich am anderen Ende der Welt, das vielleicht gar nichts von dem anderen Riesenreich am anderen Ende der Welt gewusst hat. Und dazu muss man sagen, die wussten schon, dass es da noch andere Reiche gibt. Man hat aber keine genaueren Vorstellungen davon. Es gab keinen ständigen diplomatischen Austausch. Also die sind sich auch wahrscheinlich nicht in den jeweiligen Ländern begegnet, sondern halt eben in vorgelagerten, kolonisierten Ländern. Ne? Oder vielleicht Ländern, wo die anderen Gesandtschaften eben durchreisten. Ja, Frage ist, nehmen wir diese Einladung zur Koalition an. Cao Cao halte ich eigentlich für einen guten Verbündeten. Wenn wir das annehmen, wer fände das denn doof? Der Yuan Shu fände das gut. Dann will ich mich aber mit Yuan Shao gut halten. Der findet das gut. Wang Lang findet es schlecht. Liu Dai findet es auch mies. Liu Dai ist mir egal. Han Fu findet es auch doof. Ist mir auch egal. Und Kong Rong ist mir auch egal. An diesem Tag sind wir uns einig. Das ist mir deswegen egal, weil das ja alles die Vasallen von dem Yuan Shao sind. Die werden mir nicht den Krieg erklären. So, und hier passiert das, womit ich jetzt gerechnet habe. Der versucht, den Ausfall zu machen. Boah, Junge, hat der viel Zeug, ey. Was sind das? Schwere Armbrustschützen? Schützen der Reputierarmbrust. Halleluja. Okay. Die Helden. Nochmal gerade kurz angucken. Keine wirklich besonderen Artefakte dabei. Versuchen wir, den Strategen möglichst bald auszuschalten. Dann haben wir hier auch noch den Guayuan, den Statthalter hier, ne? Angeblich würden wir eine entscheidende Niederlage erleben. Ich bin gespannt. Wir haben halt wenig Kavallerie, das ist der große Nachteil, aber wir haben eine sehr gute Heldin. Verwandeln wir diese Bauern in Staub. Beziehungsweise wir haben eigentlich zwei sehr gute Helden, die gut im Duell sind. Der neue Feind beugt sich bald unserem Willen. Und ich halte das hier auch für eine wichtige Maßnahme, dass wir versuchen, die gegnerischen Helden relativ früh auszuschalten. Um unsere eigene Moral auch zu pushen. Er bekommt Verstärkung von hinten, wird also wahrscheinlich hier in diesem Bereich starten. Deswegen starten wir mit unserer ersten Entsatztruppe hier vorne. Versuchen ihn da direkt abzupassen. Boah, noch weiter hinten konnte er echt nicht starten, ne? Okay, passt auf. Aber, Idee, ne? Idee heißt hier, für mich, frühes Duell. Wer ist das? Wu Yijing, oder wie? Nicht sichtbar, bla bla bla, okay.
Genau, du musst mir die aufdecken. Schnell ausrücken! Feiglinge. Boah, Junge, sind die schnell, ey. Lecco mio. Bam, komm, wir nehmen die direkt down. Oh, der ist überwältigend, der ist ähnlich. Das ist aber nicht Dong Huang, ne? Komm hier, die haut ab, ne? Ah, Mistratte. Yes. Jetzt kommst du raus. Komm, erster Gen ist down. Komm zurück. Mach die Dreckspisskavallerie da weg. Das Mandat des Himmels wird nie euer sein. Ja, und du wirst es aber auch nicht behalten. Komm raus hier. Komm raus. Hier, irgendwie hast du dich um diese Popelkraft da hinten gekümmert. Oder nicht um die Popelkraft gekümmert, so ein bisschen den Helden reingecharged, ne? Komm wieder zurück, Junge. Du machst ja irgendeine Flappes. Oh Mann, ey. Junge, ernsthaft? Hat der sich jetzt da hinten down gehimmelt? Ohne Quark, ey. Mann. Das darf wohl nicht wahr sein, ne? Bitte hier hinten hin. Komm, bam. Bam den mal so richtig weg. Jawoll. Komm wieder, du Lappen. Es ist soweit. Stärke bereit. Achtung, die Soldaten. Seid bereit. Ihr verliert und werdet vergessen. So ist es. Für diese Beleidigung töte ich euch. Woher rennst du rum? Komm. Wir haben noch einen Gen zu schlachten. Aha, du bist wieder da. Yes. Aufpassen. Auspacken. Voll. Zeig keine Gnade. Feindlicher General fällt. Yes. Bereit machen. Oh. Lauf, lauf. Im Laufschritt. Achtung. Oh, nee, der nimmt dich down. Der nimmt dich so down, ey. Nicht nachlassen. Achtet euch. Schwerte Geschirr. Achtung. Das ist so eine Kacke. Der hat halt so eine derbe Kacke da hinten fabriziert, ne? Es ist eigentlich echt zum Heulen, ne?
Geht der Typ jetzt da auch? Gehen jetzt diese G-Stangenwaffen bitte mal down? Das ist sogar nur eine Miliz. Rein, wieder ins Gefecht. Komm, hier, Abfahrt. Und zack, komm, einmal durch hier. Und du wieder raus. Komm, wo bist du? Hier. Einmal Award geht an dich heute, ey. Ohne Witz. Irgendwie. Einmal Award geht an dich. Hinten Arm angreifen, bitte. Komm her. Wir chargen die jetzt. Gut. Okay. Saubere Sache. Komm hier hin und push die Moral. Und du brech da hinten die Moral. Na also. Komm rum. Komm rum. Komm rum. Nicht da hinten in den Nahkampf verfangen. Bleibt die da an so ein. Bleibt die da nochmal an diesen G-Stangenwaffen hängen, ne? Das ist, haben die da Honig an der Lanze oder was? Oh Mann, das klingt doch irgendwie pervers, ne? Weiter, 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 die gehen down. Die sind down. Hier, aktivier deine Sonderfähigkeit. Zack! Hat sich gelohnt. Ne, greif hier weiter an. Komm her. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Komm, wir reimen die auf. Greif hier an. Bogenschützen hier mit in den Nahkampf rein. Du greifst hier an. Sonderfähigkeit aktivieren. Raus hier. Raus, 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 raus. Und jetzt charge auf den Bogner. Mach deinen Flächenschaden. Sehr gut. Ja, wir müssen da hoffen, dass die Flanke hier hält. Und hier rüber. Und nicht da rein. Danke, so ist besser. Und hier oben, sehr gut. Die Bogenschützen wegtreiben. Und flankieren. Und sehr gut gemacht, Junge. Oh, du flüchtest, okay. Ich habe schon gedacht, er überlebt das. Mach ihn weg. Mach die Bogenschützen. Greif die Bogenschützen an. Greif du hier an. Flankier du auch noch, bitte. Denk, Jen, du musst jetzt da hinten den Gen noch wegknüppeln. Wie sieht's aus hier? Geht so halbwegs, ne? Okay, weiter. Komm, die wanken. Sehr gut. Okay, die flüchten. Hier flankieren. Halt durch, Männer. Wir schaffen das. Wir haben schon heftige Situationen. Also komm, 3, 2, 1. Sonderfähigkeit. Und Kazala, komm, greif an. Oh, der haut ab, der haut ab, der haut ab. Ich krieg dich, Junge. Und down. Und einmal hier rüber. Und hier durchchargen. Und auf der Rückseite lang reiten. Komm, du musst flankieren, Junge. Du flankierst bitte auch. Du kommst zurück ins Zentrum. Du gehst hier ins Zentrum. Du drehst dich mal bitte so rum. Du guckst in die falsche Richtung. Du kommst da raus aus dem Pulk da hinten. Komm, genug geknüppelt. Du kommst zurück. Du rennst noch den Bogen dann hinterher. Charge die von hinten. Charge die von hinten. Charge du ihn. Flankieren, Jungs. Flankieren. Flankieren. Greif an. Wir schaffen das. Das ist zu schaffen. Wir können das gewinnen. Komm, wir haben sie fast. Du hältst dich da noch schön raus. Genau. Du verfolgst sie jetzt, bitte. Hast du angegriffen? Nee, hast du nicht. Oh, du bist schon echt unfassbar erschöpft. Und hier rüber. Und komm, Angriff. Der ist fast down. Der ist fast down. Und hier. Und Angriff. Nee, warte, nicht hier. Hier angreifen. Ne. Und Flächenschaden. Junge, aktivier die Fähigkeit. Wo bist du? Da hinten. Aktivier die Sonderfähigkeit. Ist okay. Sind eh nicht mehr so viele Einheiten hier. Da hinten. Und hier vorne blocken. Und flankieren. Und im Rücken angreifen. Und die Schwertkämpfer wegpushen. Und die Bogenschützen hinterher. Sehr, sehr gut. Das war es. Einen Schritt näher am Sieg. Aus irgendeinem Grund ist mein anderer Gen jetzt gerade weg. Ich hoffe, er hat sich nicht komplett gelöscht, weil das wäre jetzt echt ein bisschen arg schnell gegangen. Ich meine, der hat noch Bad Points gehabt. Bei einem Turm hätte ich da jetzt mit anderen Dingen gerechnet. Okay, wir gucken mal, was wir noch erwischen.
trinke mal gerade ein Stück Wasser. Kann sein, dass er verwundet wurde. In der Regel sterben die nicht sofort. Den erwische ich leider nicht mehr. Den könnten wir noch erwischen. Komm. Komm. Könnte nochmal knapp werden. Gut. Du auch noch. Okay. Ich speichere das als episch. Jeng Zhang. Fecht beenden. Da war gut was dabei. Lass die Leichen er ist nur geflüchtet, zurück. Okay. Wir halten 3 Punkte in Familie, yes. Oh! Wu Yuan, er ist hübsch. Hat nichts Wertvolles dabei. Wir können ihn für 200 freilassen. Oder wir können ihn exekutieren. Das Ding ist nur... Was heißt das hier? Okay, ich weiß halt nur nicht, was passiert dann mit dir? Trügerisch. Vernarbt. Ich würde sagen, wir lassen ihn frei für 300. Sie halten uns nur auf. Und ich würde auch hier sagen, den lassen wir auch frei für 200. Warte mal, brüderlich. Plus 10 Zufriedenheit ist tatsächlich ein ziemlich cooler Trade für so einen General. Wie alt ist der? 49? Das ist noch nicht so alt. Ehrenhaft. Begrüßt Ehre, stellt sich gegen Grausamkeit, bewundert Attraktivität, witzig, und brüderlich konzentriert sich auf Freundschaft. Feurig, Instinkt, minus 4 Wissen, minus 5% Kampfschaden, weil er verstümmelt ist. Das ist schade, dann lasse ich ihn frei. Gefangene müssen gefüttert werden, beseitigt sie. So ist es. Ich würde fast sagen, wir holen uns hier die zusätzlichen Vorräte. Nehmt alles! Streckt euch immer weiter. Oh, wer kommt da unten? Das war so klar, ne? Das war so klar, dass der jetzt da unten angepimmelt kommt. Minus 10 Bevölkerung und wir bekommen 10 Militärvorräte für 5 Runden. Das fühle ich eigentlich ganz gut. So, wie sieht denn das hier mit der Garnison aus? Boah, die ist gut, ey. Die ist gut. Irrsinn!
Ich wollte gerade sagen, Yuan Shang ist das. Das ist ein anderer General. Yuan Shang ist ja nur seine Fraktion, ne? Okay, ich könnte ihn vielleicht fragen, ob er hier dem Krieg beitritt. Tao Ying kann eigentlich nur Hedong angreifen. Ich sehe da überhaupt gar keine andere Option für den. Was will er denn sonst angreifen, ne? Jetzt mal ehrlich. Hier ist Cao Cao übrigens. Witzigerweise. Und Cao Cao hat hier die Jademine. Wir haben den Wahrsagerrock erhalten. Okay. Das hatten wir, ne? Lu Zheng. Kann Brandpfeile. Plus 3 Moral bei Angriffen. Sie kommt mit einem Steinpferdchen. Hä, warte mal. Ne, die hat ein Level gekriegt. Das war's, ne? Das ist so unsere. Wollte gerade sagen, hä? Komisch. Okay, gut, alles klar. Was hast du hier noch? Ja, das ist halt ein cooler Skill. Aber der wäre noch besser. Inspirierender Schub. Minuszahlung von Abkühlfähigkeiten von Fähigkeiten. Das ist halt ein guter Debuff, ne? Okay, und hier bringst du mir nochmal erhöhter Schaden in der Siedlung und an der Mauer während der Belagerung. Das finde ich gut. Und Zheng Zhang bekommt jetzt 5% mehr Nachschub beim Kommandieren. Einheiten sind, Stufe 6 und sind in einer Runde wieder da, ne? Okay. Jetzt muss ich mal gut überlegen, wenn ich jetzt hier hinginge und dich angreife. Jetzt muss mir aber mal ernsthaft jemand sagen, da kommt er her. Okay. Ah, der ist hier im Gewaltmarsch auf dem Fluss unterwegs. Ey, wenn ich noch 2 Speere habe und einen Bogenschützen, dann kill ich den. Dann kill ich den hart. Liu Dai. Okay. Ich fühle mich so ein bisschen, als müsste ich hier fast Fuß fassen. Schreit hinaus! Jetzt mache ich nur 6352, wenn ich das Ding erobere. Oder platt mache, okay. Nein. Aber seine Armee ist auf jeden Fall komplett down. Ich kann noch eine Runde weiter belagern. Ich glaube, hat der noch Vorräte? Das müssen wir da irgendwo sehen, oder? Ja, Vorräte sind bereits aufgebraucht, ne? Für Vergeltung. Also ich würde fast sagen, da warten, das Belagern war noch eine Runde. Fast, würde ich aber nur sagen. Auf der anderen Seite muss ich wieder hier hoch, ne? Ich muss dann hier hoch und den Typen da angreifen und hier muss ich mich absichern. Ich muss leider jetzt einen zweiten Helden aufstellen, was kacke ist.
Das brauche ich, ne? Großer Kornspeicher. Naja, okay, gut. Naja. Genau. Da muss ich weitermachen. Ah ja, es ist echt doof, ne? Wenn du halt diese. Also bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen der letzten Ketten, insbesondere da, wo es Gebäude gibt. Da muss man dann doch wieder alle möglichen Zweige forschen, ne? Wenn sich das so überschneidet, ne? So wie hier auch. Echt ein bisschen doof. Okay, egal. Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin sage ich dann erstmal, macht's gut, Pax Vobiscum, Valete, Zaijang und so, ne? Weil, oh, wir haben dann wahrscheinlich erstmal die nächste Infamie-Stufe fertig. Also in diesem Sinne, tschüss.